David und Gutes tun. David ist König. Er hat die Bundeslade nach Jerusalem gebracht und der Herr hatte ihm Ruhe verschafft. Er wollte Gott auch gerne ein Haus bauen, aber hier wurde ihm von Gott klargemacht, das ist nicht seine Aufgabe. Er sollte das Land für sein Volk erobern, das Haus würde sein Sohn bauen. Auch dieses akzeptiert David. Er lobt Gott sogar dafür. Denn niemand ist dir gleich und kein Gott ist außer dir. Das kann David aus vollem Herzen sagen. Gott hat ihm so viel Gutes getan, das möchte er auch weitergeben. So kannst du in 2. Samuel 9 lesen, wem er Gutes tun möchte. Ist noch jemand da, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, dass ich Güte an ihm erweise um Jonathans Willen? Es gab einen Diener, der hatte früher bei Saul gearbeitet. Sein Name war Ziba. Der wurde zum König gebracht. Bist du Ziba? Ja, der bin ich. Dein Knecht. David stellte ihm die Frage, ob es noch Nachkommen von Saul gebe, und er sagte, es ist noch ein Sohn von Jonathan da, der an den Füßen lahm. Ziba sprach zum König, siehe, er ist im Haus Makirs, des Sohnes Amiels, im Lodebar. Der Sohn Jonathans hieß Mephiboset. Als er 5 Jahre alt war und die Frau, die ihn versorgte, mit ihm auf dem Arm vor Feinden fliehen wollte, ist er ihr aus den Armen gefallen und war von da an lahm. David ließ Mephiboset holen. Als er zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und beugte sich nieder. Und David sprach, Mephiboset. Und er sprach, siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Güte an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst beständig an meinem Tisch essen. Mephiboset beugte sich nieder und sprach, was ist dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin? Da rief der König Ziba, den Diener Sauls, und sprach zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst ihm das Land bebauen, du und deine Söhne und deine Knechte, und den Ertrag einbringen, damit Mephiboset Brot zu essen habe. Und Mephiboset soll beständig an meinem Tisch essen. Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Ziba sprach zum König, nach allem, was mein Herr der König sein Knecht gebietet, so wird dein Knecht tun. David ordnete sogar an, dass Mephiboset wie einer von den Königssöhnen an dem Tisch essen sollte und in Jerusalem wohnen würde mit seinem kleinen Sohn, sein Name war Micha. Und alle aus dem Haus Zibas arbeiteten für Mephiboset. David hat so oft Gottes Güte in seinem Leben erfahren, da war es ihm ein besonderer Wunsch, auch Gutes zu tun. Heute werden Menschen, die Gutes tun, mit Preisen belohnt oder sie werden besonders geehrt. Aber aus was für einem Motiv tun wir Gutes? Und können wir das aus uns selbst? Der richtige Weg ist, zu erkennen, ich selbst bin ein sündiger Mensch und kann nichts aus mir selbst. Gott hat mir durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz die Vergebung meiner Sünden geschenkt. Und nur dadurch kann ich echte Freude und Dankbarkeit empfinden. Wenn ich dann mein Leben in Gemeinschaft mit Gott führe, zu ihm bete und aus der Bibel seinen Willen sehe,
werde ich auch Gutes tun können. Vielleicht fällt dir ja gleich etwas ein, wo du helfen kannst.